Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und ich würde sagen, wir legen hier auch mal direkt los, indem wir hier mal irgendwie das Tutorial spielen. Wir haben dieses Spiel tatsächlich schon mal gespielt, irgendwie steht hier. Oder so. Ein Moment. Okay, so jetzt. Irgendwie gibt es hier keinen Game Sound. Willkommen im Supermarkt Simulator. Hier ist ein kurzes Tutorial. Gehen wir jetzt zu deinem Grundstück. Bin ich. Gehen Sie jetzt zu Ihrem Tablet und klicken Sie darauf, so kaufen und sperren Sie neue und bessere Gegenstände. Ah, Gewinn 2, okay. Dies ist ein kleiner Obstkorb. Dieser kann nur Obstgegenstände enthalten. Verschiedene Regale können verschiedene Gegenstände halten. Wenn du einen neuen Gegenstand freischaltest, brauchst du möglicherweise ein anderes Regal. Kaufe ein paar Äpfel mit deinem Tablet und fülle dann einen Obstkorb damit. So, hier, zack. Okay, so. Gehen Sie jetzt zu Ihrem Obstkorb, bewegen Sie. Ja, das kann ich schon. Ah, hier passen nur 18 rein. Okay. Jetzt lass uns ein paar Äpfel kaufen und ein Kassenregal für die Lagerung. Lagerung füllen. Ah, okay. So. Jetzt habe ich mehr gekauft, aber egal. Nochmal 30 Stück. So. Okay, habe ich. So. Nachdem Sie Ihren Obstkorb gefüllt haben, kaufen Sie einen Restoker-Arbeiter über die Schaltfläche mieten, um an Ihrer Kasse zu arbeiten. Habe ich. Kaufe jetzt einen Kassierer, um an deinen Kassiererständen zu arbeiten. Frei, ja. An der Spitze ist deine Kundenzufriedenheit. Ein höherer Betrag bedeutet mehr Kundenplatz, Dekor und Regale, um eine höhere Bewertung zu erhalten. Die letzte Art von Arbeiter ist der Hausmeister. Diese Jungs säubern das Chaos in deinem Supermarkt und erhöhen deine Kundenzufriedenheit. Dieser kleine Hammer-Symbol wird verwendet. Ja. Okay, den brauche ich jetzt nicht. Moin, Jack. Laden öffnen, so. Okay, let's go. Warum auch immer das hier schon wieder sofort ist. Okay. Erster Kunde. Steht sogar R1. Okay. Habe ich gerade R1 gesagt? Was gibt's noch? Ein kleiner Obst-Dingsbums. Ich würde sagen, wir machen hier auch nochmal ein Obst hin. Warte, bevor wir das machen, gucken wir mal kurz. Erdbeeren. Für 1000. Ja, ich habe Erdbeeren freigeschaltet. Okay. So. Zack. Packt man die jetzt auch in dem Ding da rein? Erdbeeren. Ich schätze schon, oder? So. Bargeld pro Minute 46. Okay. So, moin ihr Erdbeeren. Ja, tatsächlich, geil. Jetzt verkaufen wir hier auch Erdbeeren. So, der Rest kommt hier ins Lager rein. Hallo, ins Lager rein. Okay, holen Sie sich Box. Oder die Übersetzung, auch interessant. Okay, der Jack füllt das auch. Das ist doch, eigentlich läuft ja schon alles hier automatisiert, oder was? Jetzt können wir hier nur Sachen kaufen. Ach hier. Bananen, Pfirsich, Birne, Mango, Wassermelone, Milch. Ah, hier kommen dann so die ganzen Tiefkühldinger. Ach, wir haben hier noch ein kleines Regal, merke ich gerade. Und einen normalen Kassierer. So. Jetzt kann ich hier auch kassieren.
Für 500 kann man sich eine neue Kassiererin holen. Wiederauffüllung auch. 2,5k kostet ein Dingsbums. Okay. Kundenzufriedenheit ist 16. Oh, wir haben hier eine Belohnung. 5 Minuten von 2 mal Wiederauffüllung. Ach, mal 2 meinen die damit. Bauen. Markt. Nee. Bildgeschäft. Ah, hier kann man das kaufen. Mittelgroßer Obstkorb. Ja, wir können ja mal so gucken. Was ist das denn hier? Kleiderschränke gibt es anscheinend auch. Gibt es hier noch Äußeres? Was ist denn hier das? Ach, Tabletständer. Hilfe, Outfits. Okay. Im Prinzip müssen wir jetzt einfach nur darauf achten, dass wir Kohle kassieren. Also wir brauchen, ich sag ja mal so, wir brauchen ja für die Banane 3000. Wird schwierig. Warum ist da so ein Shop-Symbol? Shop. Kann man hier Sachen kaufen oder was? Aha. Man kann hier so komische Dinge kaufen. Junge, das erinnert mich voll an diesen einen Tycoon. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Okay, wir gehen mal wieder zum Supermarkt. So. Hä, wir haben hier schon wieder irgendwas freigeschaltet. 5 Minuten von 2x Mitarbeitergeschwindigkeit, okay. Wie viel habe ich hier noch drin? 5 und 4. Ah, wir müssen hier mal ein bisschen was Neues kaufen. So, wir kaufen jetzt hier mal 100, würde ich sagen. Von beiden. Zack, zack. So. 100 Erdbeeren einmal. Was? Ach, Jack holt das selber. Oha, das ist ja geil. Das heißt, ich brauche das sogar selber nicht da reinbringen. Bauen. Kann man jetzt hier auch irgendwie Ingenieur? Einstellungen. Spielanimation, NPC-Animation, Spielaudio. Die habe ich allen, aber ich habe trotzdem irgendwie keinen Sound. Okay. Bildgeschäft. Ja, hier kann man diese kaufen, bauen. Der Laden ist geöffnet. Warte mal, was? Ah, hiermit kann man das dann, dein Laden ist geöffnet oder hat Kunden, du musst deinen Laden schließen und auch. Weil ich kann das hier doch. Ach, man kann das auch so nicht, okay. Ja. Ich brauche ja sowas die ganze Zeit nur. Okay, irgendwie ist die Kundenzufriedenheit immer noch bei 16. Ja, wir müssen eigentlich jetzt warten halt, bis wir hier die 3000 haben für eine Banane. Dann können wir nämlich die Banane verkaufen. Aber, mir fällt gerade ein, um die zu kaufen, brauche ich ja erstmal einen Obststand. Ich würde sagen, wir holen uns einfach einen mittleren Obstkorb, oder? Oder wollen wir den hier? Oder einen großen. Ich würde sagen, wir kaufen einen großen, weil dann hier haben wir 4 Dinger. Und dann können wir die hier so schön nebeneinander packen. Würde ich mal sagen, oder? Okay, wir haben jetzt hier Geld gekriegt. Ich würde das jetzt kaufen. Komm, rein da. Wir kaufen das einfach. Let's go. Ach so, ich habe das ja hier drin. So. Packen wir das denn mal hin, würde ich. Eigentlich ist das ja relativ nah am Eingang, ne? So. Habe ich das jetzt verkauft oder was? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. So, wir müssen jetzt erstmal kurz gucken. Wie machen wir das denn jetzt da rein? So. Ein Apfel. Und eine Erdbeere, so.
Nee, du sollst das nicht komplett füllen. Ach komm, warte, ich packe hier einfach die Äpfel rein. So. Ah, der nimmt das sogar selber mit. Okay. Kann ich das hier irgendwie säubern? Aha, ich mache das so sauber. Ein bisschen in der Wand, aber das passt schon so. Oder wie lange brauche ich jetzt hier, um zu putzen? Ah, jetzt ist fertig. Ich habe gerade nur ein... Ah, Mauern. Ah, warum auch mal das hier drin ist? Ich habe keine Ahnung. Packe ich das denn jetzt hier hin? Ich würde sagen, einfach hier hinten. So. Müssen natürlich auch schön hier putzen. Wir würden jetzt 317 Dollar pro Euro pro Dingens machen. Komm, schneller. So. Ach, jetzt habe ich ja hier die Äpfel drin, ne? Egal, man kann es ja umändern wieder. So, Abholung. Ach, kann ich nicht, weil das... Oh, Mist. Okay, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, vielleicht doch einen Hausmeister für 2,5 zu holen. Ah, hier kriegen wir 5.000 in 14 Minuten, aber das wird in diesem Video nicht mehr passieren. So, ich guck mal kurz, haben wir hier noch von denen was? Ja, 3 Äpfel haben wir noch. Gut, dann kaufen wir uns einfach mal hier neue Äpfel. Wieder 100 Stück und nochmal 100 Stück, würde ich sagen. So, 200 Stück haben wir jetzt, glaube ich, gekauft, oder? 100 und nochmal 100. Ja, das sollte, denke ich, reichen. Und von den Erdbeeren haben wir noch 62. Das passt doch. Ich überlege gerade, einen zweiten Kassierer einzustellen. Komm rein da. So. Passt schon so. Später packe ich dann hier so ein bisschen hier so die Erdbeeren und sowas alles hin. Also so. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Warte, wir können ja kurz mal den Laden schließen. So. So, wir tun jetzt einfach mal Folgendes. Wir tun jetzt hier einmal Abholung. Dein Laden ist geöffnet oder hat Kunden. Du musst deinen Laden... Ach, Mann, macht mal schneller, ihr blöden 2 Kunden hier. Ich will hier die Sachen verräumen. Okay, so. Geht die jetzt? Danke. So, wir machen jetzt einfach mal hier kurz Abholung. So, und du auch. So. Und jetzt machen wir das hier auch. So. Und jetzt bauen wir praktisch die große, würde ich sagen, hier hin. Warte mal, wir machen erstmal die kleinen hin, würde ich sagen. So. Tatsächlich ein bisschen in der Wand, aber das ist ja egal. Oder warum kann man denn die hier nicht hinstellen? Nee, das sieht behindert aus. Sorry, mein Ausdruck. Nee, das ist Kacke. Nee, dann machen wir das. Wir machen das trotzdem. Machen es einfach nur. Dann einfach einen weiter vor. So, okay. Und jetzt bitte einmal einsortieren, Jack. Oh, warte, ich mach das selbst. So, Äpfel hierhin. So. Dann einmal Erdbeeren. So. Okay, perfekt. Jetzt füllt er nämlich alles wieder.
Aber Leute, ich würde auch schon sagen, das war's mit dem ersten Part von diesem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum, haut rein, Leute. Ciao.